Hallo, ich sitze hier mit Andrea Kahl, der Bundesvorsitzenden der CAJ, und es tagt der Leitungsrat und der Bundesvorstand der CAJ Deutschland. Ja, was steht denn auf der Tagesordnung dieses Mal? Ja, wir wollen zum einen unsere Satzungsänderungen abschließen, die auch das Ergebnis eines großen Änderungsprozesses im Verband sind. Des Weiteren werden wir unsere Kampagne Fair Stadt Verkehr voranbringen, hoffentlich mit neuen Beschlüssen. Ein Beschluss dazu wird einer zum Thema Arbeitszeitverkürzung sein. Und darüber hinaus wollen wir auch unsere Arbeitsgruppen voranbringen, weiterführen und inhaltlich auch neu bestücken. Das sind die Inhalte des Leitungsrates. Es stehen auch Wahlen an, habe ich gesehen. Erwarten Sie da irgendwelche Überraschungen? Überraschung nicht. Wir freuen uns aber, dass unser geistlicher Leiter, Christoph Hohlbein, wieder zur Wahl steht und voraussichtlich auch wieder gewählt wird. Und darüber hinaus, dass wir unsere ehrenamtliche Bundesleitung mit einer neuen Person auch besetzen können, hoffentlich. Sie haben es vorher schon angesprochen. Es werden unter anderem zwei Anträge bearbeitet. Der eine beinhaltet die Arbeitszeitverkürzung und der andere das Motto Fair statt prekär. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ja, Fair statt prekär ist eine große Kampagne, die in der CAJ Deutschland schon seit 2012 läuft und auch unser großes Thema ist. Das wollen wir inhaltlich voranbringen mit mehreren Bausteinen. Ein Baustein ist da eben auch dieser Antrag zur Arbeitszeitverkürzung, wo wir durch eine Beschäftigung bei einem Workshop auf der großen Aktion dieses Jahr auch schon zu einem Ergebnis gekommen sind, was wir da nach innen und nach außen im Verband tragen möchten. Und so reiht sich das eben auch dann in das Gesamtprozedere ein, der CAJ. Gibt es irgendwelche großen Aktionen im nächsten Jahr 2018? 2018 haben wir tatsächlich ein ruhigeres Jahr, nachdem wir dieses Jahr unsere 70-Jahr-Feier hatten und 2019 ein großer Bundeskongress anstehen wird. Wir werden aber natürlich an verschiedenen kleinen Punkten doch ein volles Jahresprogramm haben, was das C angeht, zum einen Ostern gemeinsam feiern und uns aber auch mit dem Christlichen im Verband und in der katholischen Kirche beschäftigen. Wir werden an dem Thema Fair statt prekär mit verschiedenen Aktionen weiterarbeiten, unter anderem zum Beispiel ein Wochenende zum Thema sozial-weiblich prekär. Unsere Aktionsgruppen werden weiterarbeiten an den Themen Migration und Flucht und an den Themen Bildungspolitik, werden ein Geschichtsliederbuch zu Ende bringen, werden uns weiter beglücken mit Medieninhalten, wo sie uns zuarbeiten. Von daher wird es ein volles Jahr. Ja, das klingt wunderbar. Vielen Dank für das kurze Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Tagung. Danke. Dankeschön.